This podcast is brought to you by LMU Munich. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Crowdinvesting-Symposium hier an der LMU in München. Die Crowdinvesting-Symposia sind Veranstaltungen im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts, in dem Lars Hornow und ich uns beschäftigen mit der Regulierung des Crowdinvesting. Ziel ist es, Gesetzgebungsvorschläge für eine gute Regulierung dieses Marktes in Deutschland zu machen. Und dabei betrachten wir auch, wie das Crowdinvesting in Großbritannien und den USA geregelt ist. Der Zweck dieses Symposiums ist ein doppelter. Einerseits wollen wir diejenigen, die sich mit diesem Markt und mit seiner Regulierung beschäftigen, zusammenbringen und hoffen, eine wissenschaftliche Diskussion zu entfassen, die Praxisbezug hat. Wir wenden uns also gleichzeitig an Praktiker wie an Wissenschaftler. Andererseits wollen wir Ihnen ganz gerne unsere Forschung ein wenig präsentieren, die in diesem Projekt stattfindet. Und deshalb haben wir kurz zwei oder drei kleinere Präsentationen, so Spotlight-mäßig gewissermaßen vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, womit wir uns beschäftigen. Sie sehen hier Herrn Bertel, Herrn Schmidt und Herrn Schilling, die alle drei in diesem Projekt mitarbeiten. Herr Bertel und Herr Schmidt sind Ökonomen, Herr Schilling ist Jurist. Und die drei werden Ihnen jetzt ganz kurz erzählen, womit sie sich in diesem Projekt beschäftigen, bevor ich dann weiter überleite. Okay, dann beginnen wir auch schon mit meinem Forschungsprojekt. Wie Sie schon sehen, handelt es sich hierbei um geografische Daten, die ich mir näher anschaue. Wir wissen, dass in der Gründerfinanzierung das Kapital meist von lokalen Investoren kommt. Das nennt sich diese hohe Tendenz zu lokalen Unternehmen, Local Bias. Wie Sie auf der Karte sehen, zeigt sich das Investitionsvolumen aufgrund von dem dunklen Schatten, woher das kommt. Und jetzt sieht man, die Unternehmen sind auch meist lokal umgeben um diese Startups. Das ist schon mal ein erstes Indiz hierfür, dass Investoren auch im Crowdinvesting-Markt lokal investieren. Uns hat aber die Frage dazu bewogen, ob diese Portale nicht eben diesen Local Bias auflösen können. Es zeigt sich jedoch im Ergebnis, dass das Portfolio von Crowdinvesting-Investoren nach wie vor einen Local Bias aufweisen. Insbesondere sophisticated oder erfahrene Investoren haben einen starken Local Bias. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich im Entrepreneurial Finance sehr viele Familie und Freunde, die diese Gründerfinanzierung machen. Da meist Familie und Freunde vor Ort ist, haben wir versucht, dies herauszurechnen, aber es zeigt sich nach wie vor ein starker Local Bias. Was ist jetzt die Implikation für die Regulierung? Naja, um dieses überregionale Kapital freizusetzen, muss man diese entsprechenden Investoren auch ansprechen. Wie schafft man das? Wir haben gesehen, dass insbesondere Portale mit einem einfachen Allokationsmechanismus und einem niedrigen Mindestbeitrag, Mindestinvestment, dies erreichen und eben einen niedrigeren Local Bias erwirtschaften. Okay. Ich gebe weiter. Okay, das ist nicht der richtigen Folie. Wir haben uns den Crowdfunding-Markt angeschaut, vor dem Hintergrund der sehr riskanten Investments, die dort angeboten werden, sowohl in dem Beteiligungsbereich als auch in dem Kreditbereich, gehen viele Ansätze der Regulierung immer wieder in die Richtung von Anlegerschutz auf direktem oder indirektem Wege. Was wir gemacht haben ist, wir haben uns die Diversifikationsmöglichkeiten angeschaut, die sind da sehr gut, es gibt sehr geringe Mindestbeteiligungen, sehr geringe Transaktionskosten und tatsächlich ist es so, dass die Diversifikation sehr, sehr stark funktioniert in diese Portfolios. Es ist sehr stark reduziert vom Risiko her. Wir haben uns dann angeschaut, was passieren würde, wenn man diese Anlegerschutzregularien implementieren würde und ganz riskante Investments streichen würde und haben festgestellt, dass sich das auf den Gesamtmarkt nicht positiv auswirken würde. Tatsächlich ist es so, dass wenn man in einem gut diversifizierten Portfolio solche riskanten Anlagen hinzumischt, dass teilweise sehr interessante
Anlagemöglichkeiten sind, auch vor dem Hintergrund des Risikos. Deswegen ist es ganz einfach so, dass wenn wir über Regulierung nachdenken, wir vielleicht nicht diesen Ansatz verfolgen sollten, einzelne Investments zu verbieten oder einzelne Investoren auszuschließen, sondern auf Basis der Plattformen anzusetzen und da einzelne Regularien, die zum Beispiel das Diversifizieren fördern oder sogar verpflichtend machen, implementieren sollten. Vielen Dank. Aus juristischer Perspektive beschäftigen wir uns im Rahmen des Forschungsprojektes vor allem mit der Frage des Anlegerschutzes im Bereich des Crowdinvesting. Wir untersuchen also, welche Rechte haben die Investoren. Zentrale Grundlage sind dabei die Crowdinvesting-Verträge, also die Rechte ergeben sich an erster Stelle nicht aus dem Gesetz, sondern aus den Crowdinvesting-Verträgen. Diese Verträge wiederum werden von den Crowdinvesting-Portalen entworfen. Wir haben also die höchst interessante Situation, dass die verschiedenen Portale mit ihren Verträgen im Wettbewerb zueinander stehen und auch um das Niveau an Anlegerschutz konkurrieren. Stellt sich also die Frage, führt dies eher zu einem niederen oder zu einem höheren Anlegerschutz? Die Frage ist bislang ungeklärt, die wird aber am Ende unseres Projektes erläutert oder bewertet werden können. Ganz kurz nur zwei Beispiele, welche Ergebnisse sich bislang schon abzeichnen. Zum einen haben wir Mitwirkungsrechte der Investoren untersucht und festgestellt, dass zur Anfangszeit des Crowdinvesting die Verträge weitgehend Mitwirkungserfordernisse der Crowdinvestoren vorsahen. Die Investoren hatten also das Recht, zu bestimmten Entscheidungen des Startups ihre Zustimmung zu erklären. Je weiter der Startup-Markt sich entwickelt hat, desto weiter sind diese Mitwirkungserfordernisse also zurückgegangen. Wir können also feststellen, die Tendenz an Zustimmungserfordernissen war stark fallend. Als zweites Beispiel möchte ich Informationsrechte anführen. Hier waren am Anfang des Crowdinvestings in den meisten Verträgen Informationsrechte enthalten. Zur Mitte des Jahres 2013 fielen diese Informationsrechte in den meisten Verträgen in ca. 30% aller Verträgen so hinab, dass keine Informationsrechte mehr vorhanden waren. Mittlerweile allerdings enthalten die meisten oder immerhin 80% der Verträge wieder Informationsrechte für die Startups, für die Investoren gegenüber den Startups. In unserer weiteren Forschung möchten wir an die aktuelle Law and Finance Forschung anknüpfen und aus allen einzelnen Regelungen in den Verträgen einen Investorenschutzindex bilden, mit dem wir dann das Level an Investorenschutz messen und vergleichen können. Danke. Vielen Dank. Gerne eine Frage. Ja. 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 Nee, wir versuchen es nicht zu vermischen. In der Tat, wir verstehen in dem... Ja, ganz genau. Also die Definition ist jetzt nirgendwo festgelegt, aber wir verstehen Crowdfunding als Oberbegriff, Crowdinvesting als eine besondere Form des Crowdfunding, bei dem man von den zukünftigen Zahlungsströmen eines Unternehmens partizipiert, im Gegensatz zur Projektfinanzierung beispielsweise. Okay, also Sie sehen ganz unterschiedliche Fragen, die aber immer wieder auf die eine Frage zurückführen, wie sollte das Crowdfunding oder das Crowdinvesting in Deutschland reguliert werden? Nun haben wir eine erste Regulierung bekommen mit dem Kleinanlegerschutzgesetz, das Mitte dieses Jahres in Kraft getreten ist. Wir waren in den Gesetzgebungsprozess eingebunden. Ich bin als Sachverständiger beim Deutschen Bundestag angehört worden. Es gab so zwei wesentliche Forderungen, auf die wir uns beschränkt haben. Und das Crowdinvest oder das Kleinanlegerschutzgesetz ist zwischenzeitlich erheblich umgearbeitet worden, stark geändert worden. Und es gab zwei Sachen, die konsequent ignoriert worden sind, und das waren genau unsere Forderungen. Also bisher haben wir es nicht gut geschafft, uns in diesen Prozess einzubringen. Da das Kleinanlegerschutzgesetz aber nur eine ganz rudimentäre Regelung des Crowdinvesting enthält, sind wir recht optimistisch, dass der Gesetzgeber noch einmal nachlegen wird mit einem sozusagen konzeptionell auf das Crowdinvesting dann auch zugeschnittenen Gesetz. Und dann hoffen wir, ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen. Wir wollen heute
In unserem Vortrag und in der Podiumsdiskussion versuchen wir, den Blick ein bisschen zu weitern. Wir wollen nicht nur auf den deutschen Markt gucken, wir werden auf die EU-Ebene gehen, wir werden uns die Erfahrungen in anderen Ländern anschauen. Und das beginnt bereits mit unserer Keynote-Speech, zu der ich jetzt auf Englisch überleite. Let me please, without any further ado, welcome and introduce our keynote speaker, Stephen Bradford, from the University of Nebraska in Lincoln. Stephen has published extensively on various aspects of securities regulation, especially US securities regulation, and he has written the first and still most comprehensive, most detailed, the longest and by far the best article on crowdfunding. We are very happy, Stephen, that you're here, that you made all the way from Nebraska to us. The floor is all yours.